Dankeschön fürs Einschalten. Freue mich wirklich, dass du wieder dabei bist und dass du dich für deine Gesundheit interessierst. Herzlichen Glückwunsch dazu. In diesem Video schauen wir uns die verschiedenen Ernährungsformen an und jener der ältesten Menschen auf der Erde. Welche Rolle spielt das Fasten oder die Kalorienrestriktion? Das alles in diesem Video. Es gibt einen Unterschied zwischen Kalorienrestriktion und dem Fasten. Dass beide nachweislich und empirisch dazu beigetragen, die Lebensspanne positiv zu beeinflussen, steht außer Frage. Doch ob sich das lohnt, das klären wir in diesem Video. Doch zunächst, Kalorienrestriktion bedeutet 20-40% der Kalorien über einen bestimmten Zeitraum einzusparen. Wichtig, das kann man nicht sein Leben lang machen. Denn ein Dauerdefizit ist sicher keine Lösung, denn irgendwann wird der Körperfettanteil zu gering sein. Und es wird tatsächlich gefährlich, zum Beispiel bei Krankheiten wie Durchfallerkrankungen. Denn keine Depots sind mehr da, um diese noch zu verbrennen. Übrigens, je weniger man isst, desto mehr sollte man auf die Qualität der Lebensmittel achten, so dass man sich auf keinen Fall leere Kalorien gönnen sollte, wie isolierter Zucker oder Fett. Denn Mikronährstoffe sind das A und O und kommen noch vor den Kalorien. Denn ohne Mikronährstoffe wie Minerale kannst du gar keine Kalorien verstoffwechseln. Denn deine Enzyme, die dies für dich tun, brauchen Minerale, um zu arbeiten. Vergesst es nicht. Fasten bedeutet nicht unbedingt, dass man Kalorien einspart, sondern die Frequenz der Mahlzeiten nach unten korrigiert, sodass man seine Kalorien in einem kleineren Zeitfenster verzehrt, sodass man bis zu 16 Stunden nichts isst. Das nennt man Fasten. Zunächst möchte ich euch ein paar wichtige Publikationen zeigen, ob es sich wirklich lohnt, dies zu betreiben. Die Kalorienrestriktion ist das, was wir uns jetzt genauer ansehen werden. Zwei Studien an Rhesusaffen wurden durchgeführt, genau zu diesem Thema. In der Wisconsin-Studie, die über 30 Jahre ging, konnte klar gezeigt werden, dass die kalorienrestriktierte Gruppe bis zu 30% länger lebte. So wie keiner der kalorienrestriktierten Affen wurde mit Prä- oder mit Diabetes diagnostiziert. Hingegen in der anderen Studie wurde kein Unterschied gefunden zwischen kalorienrestriktierten Affen sowie der Kontrollgruppe. Beide Gruppen zeigten gleiche Krankheitsbilder. Doch der Unterschied zwischen den dekadenlangen Studien war jener. Jetzt kommt der zweite Faktor. Nicht nur die Quantität der Kalorien spielt eine Rolle, sondern auch eben die Qualität, wenn man sich das Design der Studie mal ganz genau anschaut. Wie kommt es zu diesen unterschiedlichen Ergebnissen? In der einen Studie haben die Affen eine gesunde Ernährung erhalten, in denen die Proteinquellen hauptsächlich aus Pflanzen bestanden und aus Fisch. 17,3% der Kalorien kamen von Protein und 5% von Fett und 5% von Ballaststoffen. Essen gab es zweimal täglich. In der anderen Studie zeigte sich ein Trend, und zwar in der, die einen Unterschied in der Kalorienrestriktion erfuhr bezogen auf die Lebenserwartung. Hier war Milch die einzige Quelle von Proteinen und 10% Fett von Maisöl und 28,5% Sucralose statt 3,9% bei der anderen Studie. Sie aßen, wann sie wollten, dies sollte sehr gut die Western Diet, das heißt die westliche Ernährungsform quasi, imitieren. Fassen wir zusammen, in der Wisconsin-Studie haben die Affen ihr Protein von tierischen Produkten bekommen und viel Zucker zu sich genommen, sowie Öl, beides verarbeitet. In der National Institute of Aging Studie aßen die Affen pflanzenbasiert mit wenig Zucker und Öl, also unverarbeitete Lebensmittel, und so zweimal am Tag. Diese Studie zeigte keinen großen Unterschied, da die Qualität der Lebensmittel anscheinend dazu beiträgt, ein langes, gesundes Leben zu führen. In der anderen Studie führte die Kalorienrestriktion dazu, dass die Affen länger lebten, da sie weniger von dem Gift zu sich nahmen, wie verarbeitete Lebensmittel, Öl, Zucker und so weiter. Oder auch das tierische Protein. Das heißt, man kann viel essen, ohne gesundheitliche Einbußen zu verzeichnen, wenn die Lebensmittel gesund sind und unverarbeitet. Anders, man kann, wenn man schlechte Lebensmittel isst, Abhilfe verschaffen, indem man kalorienrestriktiert lebt. Was aber auch kritisch ist, da die Mikronährstoffe 100% so nicht gedeckt sind. Da wir jetzt wissen, dass nicht nur die Quantität eine Rolle spielt, sondern auch die Qualität. Was ist mit der Makronährstoffverteilung? Gibt es Hinweise? Wie viel Protein, Fett und Kohlenhydrate? Hier habe ich eine Säugerkontrollstudie gefunden. Wir sehen hier die Ergebnisse. Die Mäuse, die viele Kalorien und wenig Protein aßen, lebten am längsten, haben viel gegessen und trotzdem kein Übergewicht gehabt oder Stoffwechselstörungen. Die High-Fat- und Low-Protein-Gruppe kam danach. Am schlechtesten schnitt die High-Protein-Gruppe ab, also Low-Carb. Wenig Kohlenhydrate, viel Protein. Dazu erzähle ich euch aber mehr bald in meinem Buch. Das Problem mit dem exzessiven Proteinkonsum, vor allem bei dem, der nicht an Ballaststoffe gebunden ist, also tierisch, führt zu sehr hohen IGF-1-Faktoren. Und zwar proportional sehen wir hier. IGF-1 ist ein Wachstumsfaktor bei uns im Körper. Für allerlei Gewebe. Natürlich auch Krebs. Das wurde in der Studie mit über 6000 Amerikanern untersucht.
Und dadurch gab es einen 75-prozentigen Anstieg der allgemeinen Sterblichkeit und eine 3- bis 4-mal so hohe Wahrscheinlichkeit, Krebs zu bekommen im Vergleich zu Menschen, die wenig Protein aßen. Bitte jetzt nicht direkt an Proteinverzicht denken, aber Menschen essen oft viel mehr Protein, als sie eigentlich bräuchten, gerade die Untrainierten. Denn Protein ist mit Abstand der schlechteste Energielieferant für unseren Körper. Aber wie schon eben gesagt, Protein ist nicht gleich Protein. Zum Beispiel in der Studie wurde ebenfalls der gleiche Trend gezeigt, mehr Protein, mehr IGF-1, Wachstumsfaktoren und mehr Krebs. Doch heißt es aber auch, wenn dieses mehr Protein aus pflanzlichen Quellen kam, kam es zur Umkehr dieses Trends und führte sogar zur Senkung des Risikos in jungen Menschen, nicht den Älteren, denn diese benötigen natürlich das Protein gerade, um dem Körperaufbau entgegenzuwirken. Proteine lassen deine Muskeln wachsen, aber auch Wachstumsfaktoren wie IGF-1 steigen damit und können auch andere Dinge wachsen lassen bei dir im Körper, wie zum Beispiel Krebs. Gerade tierische Produkte stoßen sehr große Mengen IGF-1 aus bei dir im Körper, da die Konzentrationen sehr hoch sind, da die Ballaststoffe fehlen und die Proteine direkt schnell absorbiert werden können. Wir sehen hier die Abbildung, die Aktivierung des Wachstumshormonrezeptors führt zu IGF-1-Aktivierung in der Leber. Laron-Syndrom, diese Menschen haben einen Mangel an IGF-1 in Antwort auf ihre Mutation in dem Wachstumshormonrezeptor, da dieser nicht einfach so gesteuert werden kann durch die Mutation. Wir haben ja gerade oben gelernt, wird dieser stimuliert, der Wachstumshormonrezeptor, führt das zu IGF-1-Konzentrationanstieg. Wenn dieser Rezeptor aber mutiert ist, kann natürlich auch kein IGF-1 produziert werden. Es gab eine Studie mit Laron-Syndrom-Erkrankten und wie vorher schon angedeutet, haben diese kaum IGF-1. Und sie haben deutlich weniger Krebs oder Diabetes, sehen wir hier, im Vergleich zu anderen Menschen, egal welcher Ernährungstypus sie folgten. Was uns jetzt noch fehlt, sind weitere Goldstandard-Studien, also randomisiert. Dazu habe ich eine randomisierte Kontrollstudie aus der Lancet Journal gefunden, in denen knapp 200 Probanden über 2 Jahre getrackt wurden. Diese Studie wurde peer-reviewed, erfüllt also den Goldstandard des Studiendesigns. Zusammenfassend liefern die Ergebnisse dieser groß randomisierten, kontrollierten Studie den Beweis, dass eine moderate, kalorienrestriktierte, induzierte, negative Energiebilanz mehrere kardiometabolische Risikofaktoren verbessert. Taillenumfang, Blutdruck, HDL-Cholesterin, LDL-Cholesterin, Triglyceride, Insulinresistenz und Glukosekontrolle, metabolisches Syndrom und chronischer Entzündungsmodus wurden positiv beeinflusst. Das Ganze sehen wir hier grafisch einmal aufgearbeitet für euch. Die gestrichelte ist immer die kalorienrestriktierte Gruppe. Wir sehen hier Insulin weniger. Das gute LDL, was das überschüssige LDL wieder zur Leber transportiert, wird mehr. Das überschüssige LDL wird natürlich daraus resultierend, sehen wir hier auch, weniger. Der Blutdruck systolisch sinkt mehr. Das liegt unter anderem auch an dem Gewichtsverlust, da das Herz jetzt weniger pumpen muss, sehen wir hier. Sowie der Marker für den Stoffwechsel hat sich deutlich optimiert. Auch eine weitere randomisierte Studie mit 100 Teilnehmern mit wenig Kalorien, wenig Zucker und wenig Protein, aber hoch in ungesättigten Fetten. Wir sehen hier die Parameter wie Blutdruck, Blutfettwerte und das IGF-1 sind drastisch signifikant gesunken. Oder auch diese Studie, die von der Senkung des Risikos an einer Herzerkrankung zu erkranken, spricht in Verbindung mit einer mediterranen Diät mit viel ungesättigten Fetten, genau genommen einfach ungesättigten Fettsäuren. Diese Korrelation könnte starke Hinweise liefern, dass dies anscheinend einen Zusammenhang darstellt. Schauen wir uns doch mal die blauen Zonen an. Das sind die Städte, die die höchste Lebenserwartung aufweisen. Zum Beispiel Okinawa in Japan, Sardinien in Italien, Ikari in Griechenland, Nicoya in Costa Rica und Loma Linda in Kalifornien. Vergleich mal die Lebensmittel, die diese Menschen dort aßen, sind es pflanzenbasierte Lebensmittel mit komplexen Kohlenhydraten, Nüssen, Fisch, wenig Protein, wenig Zucker, wenig gesättigte Fette oder Transfettsäuren. Es gibt auch viele Fallen bei pflanzlichen Lebensmitteln, die gesund erscheinen sollen. Zum Beispiel verarbeitete und gepresste Nussmusse sind voller Transfette, wie man beim Frittieren es ja schon kennt. Denn bei einer starken Erhitzung der Musse wandeln sich die wertvollen Cis-Fettsäuren, das heißt die ungesättigten Fettsäuren, in sogenannte Transfettsäuren um, denn diese sind thermodynamisch günstiger. Das ist die günstigere Konformation, wenn Hitze auf sie einwirkt. Oder bei Fisch genau das gleiche Thema und die wertvollen Omega-3-Fettsäuren zerfallen bei Hitze. Achtet bei euren Lebensmitteln mit viel Fett immer auf Rohkostqualität. Wir bieten auch übrigens auch handgemachte Nussmusse in Bio-Rohkostqualität an. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Oder auch Riegel und Cracker. Der gleiche Trend haben wir übrigens auch, ja. Wenn diese aus Hanf oder anderen fettreichen Saaten bestehen und gebacken werden, entstehen wunderbar tolle Transfettsäuren, die einer der Hauptgründe für Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind und damit der Todesursache Nummer 1 weltweit. Daher alles, was aus dem Ofen kommt oder vorher mit Fett in Verbindung gekommen ist, frittiert, gebraten, wie auch immer, bildet die Trans-
Konfiguration im Fett. Im Wasser gekocht ist der Effekt deutlich kleiner, da Wasser nicht zu heiß werden kann. Wasser verdampft bei 100 Grad, ja. So, Öl kann deutlich heißer werden oder der Backofen, denn die Grenze ist 130 Grad. Wir sehen hier Okinawa im Vergleich zu den Rest von Japan und den USA. Diese weisen deutlich weniger Krebs- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen auf. Bis zu viermal weniger. Veranschaulicht habe ich euch das hier einmal dargestellt. Vergleich mit Amerika. Sie essen doppelt so viel Gemüse, halb so viel Obst und fast zehnmal so wenig tierische Produkte. Dafür deutlich mehr Soja, Getreide sowie elfmal mehr Omega-3. Fassen wir mal kurz zusammen. Anscheinend ist eine pflanzenbasierte Ernährung mit Fisch für die Omega-3-Fettsäuren wohl die beste. Ich konsumiere trotzdem keinen Fisch, da Fisch oftmals sehr belastet ist mit Mikroplastik und Schwermetallen. Ich supplementiere zum Beispiel unser Omega-3-Öl, da haben wir ebenfalls ein Analysezertifikat, dass keine Transfettsäuren in den anfälligen Omega-3-Fettsäuren drin sind und auch keine Schadstoffe sowie Schwermetalle und so weiter. Wer dann letztendlich dann doch Fisch konsumieren möchte, sollte darauf achten, dass man kleine Fische konsumiert und keine Räuber quasi, ja, denn die andere Fische essen. Denn kleine Fische leben auch meistens nicht so lange und gerade wenn sie keine Räuber sind. Diese akkumulieren dann deutlich weniger Schwermetalle. Dazu zählen zum Beispiel Sardinen und Sardellen. Zweitens, des weiteren Proteinzufuhr kontrollieren. Und für Nichtsportler deutlich weniger als 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht wäre anzustreben. Eher 0,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Zu viel Protein, gerade tierisches, führt zum Anstieg von Wachstumsfaktoren wie IGF-1, welche mit Krebs assoziiert sind. Aber nur wenn du unter 65 bist, denn danach bitte wieder mehr, denn dem Körperverfall sollte das schon entgegenwirken, dass man genügend Protein zu sich führt. Gute Proteinquellen sind Nüsse wie Hanfsamen, Leinsamen, Mandeln oder Hülsenfrüchte wie Lupine, Soja, Linsen, Erbsen, am besten gekeimt oder fermentiert wie zum Beispiel im Tempeh. Drittens, weniger gesättigte Fette oder Transfettsäuren, mehr ungesättigte Fette bzw. einfach ungesättigte Fettsäuren und Omega-3-Fettsäuren. Vorsicht, wie gesagt, vor den Transfettsäuren, ja, beim Braten, Frittieren und so weiter, das bitte nur in Maßen. Viertens, nutze Lebensmittel, die eher deine Vorfahren aßen. Züchtungen wie Melonen oder Trauben ohne Kerne, nicht so optimal wie zum Beispiel noch die Beerenfrüchte, ein kleines Beispiel. Oder halt eben Laktoseintoleranzen sind in vielen Regionen sehr, sehr ausgeprägt. Das war sicherlich nicht das, was für dich vorgesehen war, wenn dein Körper dir schon signalisiert, ich habe das bestimmte Enzym, die Laktase, nicht um das zu verstoffwechseln. Nicht mit Biegen und Brechen gegen seine Natur arbeiten. Dankeschön für deinen Support. Ich würde mich sehr freuen auf purestell.de. Wenn du wieder was lernen konntest, kannst du mich dabei unterstützen. Auf dieser Seite ist meine einzige Einnahmequelle. Bis zum nächsten Video. Bis gleich auf purestell.de. Ciao.